Und merke so, wie du tief atmest. Merke, wie dein Atem ruhiger wird und auch dein Geist langsam ruhiger wird. Genieße bewusst die Zeit, die du dir jetzt für dich genommen hast. Komm innerlich zur Ruhe. Lass die Gedanken, die noch da sind, los. Setz sie auf eine imaginäre Wolke und lass sie vorbei fließen. Und schenk dir ein kleines Lächeln. Entspann deine Gesichtszüge. Glätte deine Stirn. Und dann richte mit der nächsten Einatmung deine Wirbelsäule noch etwas mehr nach oben. Stell dir vor, dass dich jemand von oben am Kopfscheitel von der Decke hochzieht. Und mit der Ausatmung lass deine Schultern tiefer absinken und entspann auch deine Bauchdecke. Merke, wie sich mit der Einatmung deine Lunge und Bauchdecke ausdehnt. Genieße die Aufrichtung deiner Wirbelsäule. Und dann lass deine Arme entlang des Körpers hängen. Gerne kannst du die Augen noch geschlossen halten. Und dann beginne eine Schulter nach der anderen in kleinen Bewegungen abwechselnd nach hinten zu kreisen. Und versuch nicht in dem ganzen Bewegungsradius zu arbeiten. Dann noch 50% von dem, was möglich wäre, dass du die Schultern erst einmal aufwärmst. Dann mache ich es ganz langsam, genussvoll. Und dann immer auch, wenn die eine Schulter den Kreis gemacht hat, dann mach eine kleine Pause, wo beide Schultern sich entspannen können, wo du bewusst das Gefühl zwischen der Anspannung in der Bewegung und der Entspannung in dem Stillstand wahrnehmen kannst. Und dann halte an. Lege die Hände wieder auf die Oberschenkel, mit der Einatmung richte den Blick nach oben zu der Decke und mit der Ausatmung bring dein Kinn zum Brustkorb, verlängere deine Halswirbelsäule, ein, Nase, Gesicht nach oben und ausatmend Kinn zum Brustkorb. Tief ein, Atempause, lass die Ausatmung kommen und dann bring Kinn zur Brust. Ein und aus. Noch drei Wiederholungen in deinem eigenen Atemrhythmus. Versuch immer langsamer in den Bewegungen und in der Atmung zu werden. Und dann pack den Kopf
wieder in der Mitte. Stell dir wieder vor, dass sich jemand von oben an deinem Kopfscheitel hochzieht. Bringe etwas mehr Abstand zwischen deine Wirbeln. Lass die Bandscheiben sich mit Flüssigkeit vollsaugen mit der Einatmung. Und mit der Ausatmung werde wieder etwas kleiner. Der nächsten Einatmung bringe deine Arme über dich in Richtung Decke. Zieh die Schultern dabei nach unten und dann ziehe abwechselnd einen Arm nach dem anderen etwas mehr in Richtung Decke, sodass du merkst, dass deine Flanken sich abwechselnd verlängern. Als wenn dich immer jemand an einem Arm von der Decke hochzieht und wieder macht das sanft und behutsam. Ich wiederhole am Anfang jede Stunde unsere Regeln, besonders beim Zoomen ist das wichtig, dass du immer wieder dran denkst. Bitte gönn dir Pause, wenn du Pause brauchst. Geh nie irgendwo hin in eine Bewegung, in eine Dehnung, was dir nicht gut tut. Höre auf deine innere Stimme, auf deinen inneren Lehrer. Wir dehnen nie in den Schmerz. Schmerz ist immer ein Zeichen dafür, dass hier gleich irgendwas passieren könnte. Und auch in den Übungen, geh nie so weit, wo du die Spannung verlierst, denn die Spannung, die schützt dich vor Verletzungen. Dann senke wieder langsam die Arme ab. Atme tief ein. Lass die Wirbelsäule wachsen. Und mit der Ausatmung entspann wieder bewusst die Schultern und deine Bauchdecke. Dann verschließe die Hände hinter deinem Rücken, sodass sich dein Brustkorb öffnet. Wenn du auf dem Polster sitzt, dann kannst du gerne die Hände hinter dir auf dem Polster ablegen. Und dann versuch, deine Ellbogen etwas durchzustrecken und die Arme etwas mehr wegzuziehen. Ich setze mich seitlich, dann könnt ihr das besser sehen. Jetzt keine Spannung in den Schultern, zieh die Schultern möglichst nach unten. Es geht darum, dass du deinen Brustkorb öffnest, dein Kopf ist gerade, die Halswirbelsäule in Verlängerung der restlichen Wirbelsäule, die Schultern entspannt, die Ellbogen durchgestreckt und du schiebst dein Becken leicht nach vorne, um aus dem Hohlkreuz rauszugehen. Und dann bringst du die Hände hinten an deinem Rücken an und dann ziehst du die Arme zur rechten Seite. Ich drehe mich nochmal um, dann würde ich es nochmal etwas besser sehen. Also von hier aus ziehst du einfach die verschränkten Finger zu der rechten Seite, aber entspannst die Schultern bewusst. Nicht, dass du hier die rechte Schulter so hochziehst. Die Schultern sind vollkommen entspannt. Und dann neigst du deinen Kopf zur rechten Seite, sodass sich die rechte Schulter, das rechte Ohr über die rechte Schulter befindet. Und beide Schultern sind entspannt. Da ist keine Spannung in den Schultern. Geh nicht zu weit in der Dehnung. Wir haben erst begonnen. Du bist noch nicht so sehr warm. Also bitte nicht übertreiben. Wieder langsam. Klein bisschen weniger üben für den Anfang. Und dann atme tief in deine Bauchdecke hinein. Und dann bring die Hände so verschränkt zu der linken Seite. Wieder Kopf erst einmal gerade in die Länge nach oben ziehen. Und dann mit der Ausatmung zu der linken Seite neigen. Das ist das. Linke Ohr über die linke Schulter ist
Und du spürst einen Zug auf der rechten Seite oben zwischen dem Nacken und zwischen der rechten Schulter. Die Wirbelsäule ist gerade, du atmest tief und entspannst die Schultern komplett. Entspann auch die Gesichtszüge. Noch einmal tief ein und tief aus. Und dann bringe den Kopf wieder zurück zur Mitte. Und dann bringe die Hände vor deinen Brustkorb. Bring die Schulterblätter wieder etwas zusammen. Zieh die Schultern nach unten. Und dann nimm die Daumen vielleicht so 3 cm weit weg von dem Brustkorb, sodass die Daumen nicht den Brustkorb berühren, aber fast berühren. Und du bleibst auch hier in der Mitte und dann drehst dich zu der linken Seite. Hier die Daumen bleiben in der Mitte, du weichst hier nicht aus. Du ziehst auch den Kopf nicht zu stark in die Dehnung und du kommst mit der Einatmung zur Mitte. Und mit der nächsten Ausatmung drehst du zur rechten Seite und mit der Einatmung wieder zur Mitte. Ausatmen, Daumen berühren das Brustbein in der Mitte und mit der Einatmung zurück. Ausatmen, nach rechts drehen. Du merkst, du kannst hier nicht schwindeln, weil das Becken am Boden oder auf dem Stuhl oder auf deinem Kissen fixiert ist. Und dann mach das noch 2-mal in deinem eigenen Tempo zu jeder Seite. Geh nicht zu weit in der Drehung. Lieber etwas weniger, dass du hier nicht verspannst und nicht verkrampfst. Einmal zu jeder Seite. Wunderbar. Und dann lass die Arme nach unten hängen. Lass die Wirbelsäule wieder nach oben mit der Einatmung wachsen. Und mit der Ausatmung rücke deine Schultern, Bauchdecke und schenk dir ein Lächeln. Du kannst dich gerne jetzt auf der linken Seite mit der linken Hand auf den Block stützen. Wir werden in die Seitneigung gehen. Oder vielleicht kannst du den Boden auch so mit der linken Hand greifen. Du streckst mit der Einatmung den rechten Arm nach oben in Richtung Decke. Ziehst die rechte Schulter nach unten und mit der Ausatmung ziehst den rechten Arm zur linken Seite und drehst den Oberkörper nach oben in Richtung Decke. Mit der Einatmung kommst du zurück zur Mitte, stützt dich auf der anderen Seite, auf dem Block oder mit der flachen Hand auf deine Matte ab und wiederholst das mit der Ausatmung zur anderen Seite. Ein. Und aus. Denn die rechte Flanke. Ein. Zurück zur Mitte kommen. Und aus. Denn die linke Flanke. Weich nicht aus. Richtig Zug über die ganze linke. Zurück und wiederhole das noch 2-mal zu jeder Seite in deinem eigenen Atemrhythmus. Schau auch, dass deine beiden Sitzbeinhöcker dabei gleichmäßig auf dem Boden bleiben oder auf der gleichen Höhe, wenn du auf den Kissen sitzt. Und noch einmal zu jeder Seite.
zurück zur Mitte. Spann die Schultern. Zieh die Wirbelsäule mit der Einatmung lang. Leg die Hände wieder auf die Oberschenkel. Und dann spür in deine Flanke nach. Vielleicht merkst du, dass hier ein bisschen weiter entstanden ist. Lass uns in die Rückenlage kommen. Und ihr könnt euch die Blöcke in eure Reichweite legen und auch den Boden. Leg dich erst einmal ganz flach auf den Boden. Schau, dass die Schultern nicht bei den Ohren sind, sondern versuch sie etwas nach unten zu schieben. Lass sie flächig auflegen. Und dann schau auch, dass die Sitzbeinhöcker gleichmäßig auf den Boden aufliegen. Und dann entspann dich erst einmal vollkommen. Atme wieder tief in deine Bauchdecke ein. Und versuch komplett auch die Restluft aus der Lunge auszuatmen, sodass das Zwerchfell sich oben im Brustkorb ansaugen kann. Nochmal tief ein. Und tief aus. Und dann stell deine Füße auf. Hüftbreit auseinander. Dreh die Hand in den Flächen nach unten zum Boden. Lass die Atmung fließen und dann beginn mit dem Scheibenwischer deine Bauchorgane zu lockern. Schaff hier etwas mehr Raum in deinem Bauch. Für die von euch, die schon mal Hexenschuss hatten oder irgendwie Beschwerden in der unteren Wirbelsäule, die wissen, wie diese Übung wohltuend ist, wie mobilisierend das wirkt. Und wieder auch hier gilt, geh nur so weit, wie es dir gut tut. Bitte nicht übertreiben, lass deinen falschen Ehrgeiz weg. Du tust dir in der Yogastunde nur Gutes und du gehst aus der Yogastunde, dass es dir besser geht wie davor. Und dann nimm deine Arme dazu, streck die Arme in Richtung Decke, verzahn die Finger ineinander, beug die Ellbogen ganz leicht, dass du wieder die Spannung aus den Schultern rausnimmst und dann zieh die Arme gegengleich zu der Bewegung der Knie. Dass hier noch etwas mehr Weite und mehr Beweglichkeit zwischen deinem Rumpf und deinem Becken kommt. Das ist genau diese Bewegung, die wir auch beim Gehen brauchen. Und dann könnt ihr wieder tiefe Atemzüge. Wir vergessen das manchmal mit der Atmung. Wir konzentrieren uns mehr auf die Asanas, auf die Körperübungen. Vernachlässigen dann das Pranayama, die Atemübungen. Aber der Atem steht immer im Mittelpunkt. Das ist das Wichtigste in unserem Leben und deswegen erinnere ich euch immer wieder an die Atmung. Deine Gesichtszüge sind auch ganz entspannt und das kannst du immer erreichen durch ein Lächeln. Die Bewegung, leg die Arme wieder neben deinem Körper und schnapp dir deine Knie und dann kreist das rechte Knie nach rechts, das linke nach links. Mach den Kreis nur so weit wieder, wie es dir gut tut. Die Hände sind auf den Knien, die unterstützen dich in der Bewegung. Dein Nacken ist ganz bequem auf der Matte oder auf einem flachen Kissen abgelegt.
Handtuch oder Jacke. Wenn der Abstand zwischen dem Nacken und der Matte zu hoch ist, dann verspannt meist der Nacken. Das wollen wir nicht. Und dann wechsle die Richtung deiner Kreise. Und lass die Knie über außen nach oben in der Mitte zusammenkommen. Tiefe Atemzüge. Und dann halte an. Streck die Knie durch. Zieh die Fußspitzen heran. Und dann die Arme sind entlang deines Körpers. Du versuchst die Schultern nach unten weg von den Ohren zu bewegen und du presst deinen unteren Rücken auf die Matte und dann mit der Ausatmung brechst du zusätzlich mit den ganzen Armen gegen die Matte und mit der Einatmung löst du etwas die Arme von der Matte weg. Mit der Ausatmung spannt sich deine Bauchdecke noch etwas mehr, die Arme drücken gegen den Boden. Der Kopf ist auf den Boden abgelegt. Und mit der Einatmung lockst du die Arme, aber hältst die Spannung in der Bauchdecke. Noch dreimal in deinem eigenen Atemrhythmus. Mit der Ausatmung die Arme entlang des Körpers gegen deine Matte pressen. Bauchdecke mehr anspannen. Und mit der Einatmung die Spannung etwas loslassen, aber Grundanspannung in der Bauchdecke bleibt. Wiederhol das bitte noch zweimal, wenn du kannst. Wenn dir das zu viel ist, mach ruhig eine Pause. Und wenn du fertig bist, dann zieh die Knie wieder nah zu deinem Brustkorb und schaukle dich zwischen deinen Hüften wieder aus. Einfach zwischen deinen Hüften genüsslich über den ganzen Rücken nach rechts und links. Rücken wunderbar durchmassieren, deine Wirbelgelenke justieren. Und dann die Füße wieder zum Boden aufstellen. Und dann schnapp dir den Gurt. Und dann leg deinen rechten Fuß in den Gurt. Die Hände sind rechts und links an dem Gurt und mach dir Schlaufen um deine Hände, sodass du nicht so ganz fest die Finger an deinem Gurt greifen musst. Und dann versuch das rechte Knie etwas mehr durchzustrecken und dann den rechten Fuß mehr in Richtung Nasenspitze heranzuziehen. Kopf und Oberkörper sind auf dem Boden. Du versuchst das rechte Bein zu dir etwas näher heranzuziehen und dabei ist aber keine Spannung in den Schultern, die Ellbogen sind leicht angebeugt. Du atmest tief und deine Gesichtszüge sind entspannt und du streckst dein linkes Bein auf dem Boden aus. Auch hier der Fuß geflext, beide Füße aktiv, beide Füße geflext, unterer Rücken auf dem Boden. Mit jeder Einatmung, streckst du die Knie, besonders das rechte, etwas mehr durch. Mit jeder Ausatmung versuchst du das Bein etwas heranzuziehen, wenn es nicht geht. Bleib einfach da, wo du bist. Einatmen, das rechte Knie mehr durchstrecken und ausatmen, das Bein leicht heranziehen. Noch zweimal in deinem
eigenem Atemrhythmus. Bauchdecke angespannt, Gesichtszüge locker und du spürst die Spannung besonders in dem rechten Bein, in der Rückseite. Einmal tief ein Knie durchstrecken und aus, Bein heranziehen. Wunderbar. Löse dich aus deinem Gurt. Beuge das rechte Knie. Zieh das nochmal zu deinem Brustkorb heran. Und dann schnapp dir das rechte angebeugte Knie mit der linken Hand. Zieh das rechte Knie nach links, sodass du dich auf die linke Hüfte verdrehst. Streck deinen rechten Arm seitlich oder seitlich nach oben aus, sodass sich das rechte Schulterblatt auf dem Boden befindet. Und komme in die Krokodilhaltung. Der rechte Fuß ist auf dem unteren Bein abgelegt. Das rechte Schulterblatt auf dem Boden. Du spürst die Dehnung intensiv in deine rechten Flanke. Du spürst die Linie zwischen den Fingerspitzen auf der rechten Hand und deinem rechten Knie auf der linken Seite. Die ganze Diagonale hier spürst du. Du kannst durch die vertiefte Einatmung noch etwas mehr dehnen. Mit der Ausatmung noch etwas mehr dein rechtes Knie in Richtung Boden entlassen. Das rechte Schulterblatt hat immer noch Kontakt zum Boden. Und mit der nächsten Einatmung komm zurück zur Mitte. Stell den rechten Fuß auf den Boden auf. Heb das Becken, bring das mittig flach zum Boden und dann stelle auch den linken Fuß zu dem rechten dazu und kontrolliere wieder die Position deiner Schulterblätter, dass die gleichmäßig auf dem Boden aufliegen. Und die Füße sind aufgestellt, hüftbreit und auch deine Sitzbeinhöcker liegen vollständig gleichmäßig auf dem Boden. Und dann schnapp dir den Gurt wieder. Wir wiederholen die Dehnung mit dem linken Bein. Nimm den Gurt in den linken Fuß. Mach wieder Schlaufen um deine Hände. Mach die so kurz wie möglich. Streck das linke Knie durch. Flex den linken Fuß. Das heißt, die linke Fußspitze in Richtung Nase. Und nimm wieder die Spannung aus den Schultern, indem du die Ellbogen ganz leicht anhebst. Zieh das Bein heran und strecke das rechte Bein auf den Boden aus. Flex den rechten Fuß, beide Füße aktiv, beide Füße geflext. Bauchdecke angespannt und der untere Rücken presst gegen den Boden. Bitte denk wieder auf deinen inneren Lehrer, keinen falschen Ehrgeiz. Und tiefe Atemzüge in die Bauchdecke hinein, ohne zu übertreiben. Die Atemzüge fließen ganz ruhig. Du schenkst dir wieder ein Lächeln, denn wir wollen uns keine Falten im Gesicht bilden. Wir wollen nur den Körper stretchen. Die Halsmuskeln sind ganz entspannt. Und wieder mit der Einatmung das Knie mehr durchstrecken, den linken Fuß mehr heranziehen. Und mit der Ausatmung das Bein 1 Millimeter mehr zum Oberkörper heranziehen. Bitte noch 3 tiefe Atemzüge in deinem eigenen Atem. Jede Einatmung Knie mehr durchstrecken, die Ferse mehr in Richtung Bettdecke schieben. Mit der
Ausatmung, das gestreckte Bein mehr heranziehen. Noch zweimal. Keine Spannung in den Schultern. Wenn deine Atemzüge vorbei sind, wenn du das beendet hast, dann erst wieder befreie dich aus deinem Gurt, beuge das linke Knie, löse die Spannung in den Beinen, zieh das linke Knie heran und dann komm in die Krokodilhaltung, indem du mit deiner rechten Hand dich an deinem linken Knie packst, drehst dich auf die rechte Hüfte, lässt du das linke Schulterblatt auf den Boden, streckst den linken Arm seitlich oder seitlich nach oben auf der linken Seite aus, sodass das linke Schulterblatt auf dem Boden ist und das linke angebeugte Knie schwebt auf der rechten Seite über den Boden. Und der linke Fuß ist auf dem unteren Bein abgelegt. Und du bist hier auch in den Leisten entspannt, in den Hüften. Du gehst nur so weit, wie du hier entspannt in dieser Dehnung verbleiben kannst. Und dann wieder beobachte, wie mit der Einatmung die linke Flanke auseinander gedehnt wird. Und mit der Ausatmung das linke Knie mehr zum Boden absenkt. Noch zwei tiefe Atemzüge hier, wenn du möchtest, den Kopf gerne nach links drehen, aber bitte nur, wenn hier keine Spannung im Nacken entsteht. Einatmung, wieder zur Mitte drehen, den linken Fuß zum Boden entlassen, wieder Becken leicht anheben, mittig und flach zum Boden bringen und dann beide Füße aufstellen. Wieder auf die Schulterblätter flächig ablegen. Die Hände, die Arme neben dir auf dem Boden. Das Becken ist am Boden und du beginnst hier nur dein Becken zu rollen, auf den Boden zu rollen. Eine ganz kleine Bewegung im Becken. Mit der Einatmung öffnest dein Brustkorb, komm in ein leichtes Hohlkreuz. Mit der Ausatmung Schambein wandert in Richtung Nase. Du spannst die Bauchdecke an und presst den unteren Rücken gegen die Unterlage. Und wirklich langsam und genüsslich und versuch wieder deine Atemzüge hier mit der Bewegung zu synchronisieren, wobei der Atem die Bewegung anführt und nicht umgekehrt. Auch hier die Atempausen ein.
Und dann komm langsam mit deinem Becken etwas höher, sodass du in die Schulterbrücke kommst. Bitte achte darauf, dass die Füße nach vorne zeigen und du hebst die Zehen nicht vom Boden ab, sondern die Füße bleiben ganz entspannt auf dem Boden. Und dann nehme auch deine Arme über den Kopf. Wenn das nicht geht von Schultern her, dann einfach nur die Arme in Richtung Decke, wobei die Handinnenflächen zueinander zeigen. Und mit der Ausatmung schnappst dir deine Knie, entfernst die Füße von der Matte. Und wenn du möchtest und keine Probleme im Nacken hast, zieh die Stirn zu den Knien und dann mit der Einatmung wieder Füße zum Boden, Becken hoch. Arme über den Kopf oder in Richtung Decke und tief einatmen. Ausatmen, mach dich klein. Und einatmen, komm wieder in die Schulterbrücke. Schieb das Becken hoch, öffne deinen Brustkorb. Und lege die Arme, wenn du kannst, bequem über dich auf den Boden ab. Mach das in deinem eigenen Atemtempo weiter. Ich gucke mir das mal an, ob ich von euch was sehen kann, wie das klappt. Du kannst die Augen geschlossen halten und diese letzte Übung einfach fortführen. Kurz auf die Galerieansicht umgeschaltet und sehe, ihr macht das ganz, ganz wunderbar. Sehr schön. Achtet bitte auch auf die Atempausen, dass auch die Atempausen hier sind. Und wenn du das als anstrengend heute empfindest, dann kannst du ruhig eine Pause einlegen. Wenn sich das gut für dich anfühlt, dann mach noch 2 oder 3 Wiederholungen. Und wenn du fertig bist, dann leg dich einfach wieder ausgestreckt auf den Boden. Wünsche dir eine kleine Pause. Rück die Beine gestreckt auf den Boden. Schau, dass die Schulterblätter auf dem Boden aufliegen. Die Schultern entspannt sind. Lass die Füße nach oben fallen. Wenn du aktuell ein bisschen Beschwerden mit der unteren Wirbelsäule hast, dann kannst du die Füße auch lieber aufstellen. Und dann schick die Atmung wieder tief in deine Bauchdecke hinein. Und lass die Spannung aus den Muskeln an den Boden abfließen. Merke, wie du mit jeder weiteren Ausatmung dich wieder mehr und mehr entspannst. Und dann lasse deinen Kopf auf den Boden rollen. Geh dabei nicht zu weit weg in die Drehung. Weil der Nacken ist jetzt entspannt. Da ist eine Spannung, die dich schützen kann. Also nimm nur 50% von der Beweglichkeit, die möglich wäre. Mach das dafür umso langsamer. So wird die Lockerung deines Nackens auch effektiver, wenn du das langsamer ausführst. Und auch diese langsamen Bewegungen des Kopfes, das beruhigt zusätzlich sehr unseren Geist.
Das, was wir mit Yoga anstreben, ist, dass wir einfach unsere Gedanken ausschalten, dass wir wirklich im Hier und Jetzt bist, sind. Und lass die Augen geschlossen und deine Gesichtshüge mit jeder weiteren Bewegung weicher und weicher werden. Manchmal beißt du auch deine Kiefer zusammen, ohne es bewusst wahrzunehmen. Und versuche jetzt wirklich die Lippen auseinanderzuhalten. Versuch deine Zähne, dass sich deine Zähne nicht berühren, dass der Kiefer vollkommen entspannt ist. Und dann packe den Kopf wieder langsam in der Mitte. Und dann stell deine Füße auf. Schnapp dir deine Blöcke. Mit der Einatmung schieb das Becken wieder hoch. Und leg dir einen Block oder zwei Blöcke unter dein Gesäß. Aber so, dass es ganz bequem ist. Hier kannst du gerne ein Kissen hier unter deinen Kopf legen. Und dann leg die Arme mit den Handinnenflächen nach oben auf den Boden ab, sodass du hier den Brustkorb öffnest, aber dich nicht großartig anstrengen musst. Die Blöcke, die helfen dir, dein Becken in der Luft zu halten. Und dann merke, wie die Einatmung jetzt deinen Brustkorb dehnt. Die Beine langsam nach oben, komm in die erste Umkehrhaltung, wo das Becken höher ist wie der Kopf. Und wieder versuch, die Knie durchzustrecken und die Füße in Richtung Nase zu flexen. Und dann beginne die Füße hier, bring sie etwas auseinander, sodass du sie kreisen kannst. Reiß die Füße voneinander weg, dass du auch deine Fußgelenke schön vorbereitest. Und dann auch in die andere Richtung. Und wieder merke, wie sich schön deine Bauchdecke leicht anspannt und wie die Flüssigkeiten aus den Beinen, die Lymphe und das Blut zurück zur Körpermitte, wo die Lymphzentrale ist, fließen. Dass die Flüssigkeiten, die sie vielleicht in den Beinen gestaut haben, dass das wieder schön zurückfließen kann und wieder in den Kreislauf kommt. Und dann halte an, beuge die Knie wieder an und bring die Füße nacheinander zum Boden. Und dann bring Kraft in die hintere Beinseite, indem du das Becken hebst, die Blöcke zur Seite schiebst. Dann spürst du die Kraft in deinem Bein hinten und dann verschließ deine Arme auf den Boden hinter deinem Rücken, sodass sich der Brustkorb noch etwas weiter öffnet. Dann kannst du auch auf den Schultern ein klein bisschen zueinander wandern, sodass sich dein Brustkorb noch etwas mehr öffnet. Die Arme sind durchgestreckt auf den Boden und die Finger auf deine Matte hinter deinem Rücken ineinander verzahnt. Du merkst, dass es unangenehm für deinen Nacken ist. Dann kannst du gerne mit deinem Becken wieder nach unten kommen oder du kannst hier ruhig noch einen oder zwei Atemzüge oben bleiben und die Öffnung in deinem Brustkorb genießen. Und auch die Kraft in deinem Gesäß und in der hinteren Seite deiner Beine. Und mit der nächsten Ausatmung löst die Hände, bring die Schultern wieder flach auf den Boden, bring dein Becken zum Boden.
Und dann bring deine Füße, Arme nach oben in Richtung Decke und schüttle dich kräftig aus. Und dann bring die Hände in deine Knieken und schaufel dich ein paar Mal über deine Wirbelsäule, wiege dich hier, wieder die Wirbel in die richtige Position. Und dann kannst du auch gerne im Sitzen deine Socken ausziehen. Und wir kommen jetzt zum Stehen. Ihr achtet bitte drauf, wenn ihr auf dem Parkett seid, so wie ich, und zwei Matten habt, dass ihr die untere Matte, die vielleicht wegrutschen könnte, jetzt weglegt. Wir werden nichts auf den Knien machen, wir werden sowas im Stehen machen und dann brauchen wir guten Halt mit den Füßen auf der Matte. Deswegen, ich rolle jetzt meine grüne, dicke Matte zusammen und lasse mir nur die klassische dünne Yoga-Matte hier auf dem Parkett liegen, damit es nicht abrutschen kann. So, dann stelle ich gerade auf die Matte hin, hüftbreit auseinander. Die Füße zeigen nach vorne. Und dann beginne ich zwischen deinen Zehen und den Fersen ein bisschen hin und her zu schaukeln. Und dann nehme ich die Arme hoch auf die Fußspitzen. Ihr könnt mich jetzt nicht so gut sehen, aber die Ellbogen sind wieder leicht angebeugt und die Schulter nach unten gezogen. Und mit der Ausatmung nimmst du auch die ganzen Füße und setzt die Arme neben deinen Körper. Ein, komm hoch. Und aus, die Arme nach unten. Achte darauf, dass die Schultern entspannt bleiben. Spür die Kraft in deinen Fußgelenken. Und spüre, wie sich langsam sicher dein Gleichgewicht aufbaut, dein Gleichgewicht geschult wird. Nochmal tief ein, Arme hoch und mit der Ausatmung nach unten. Dann bringe die Füße hüftbreit auseinander. Füße bleiben auch weiterhin nach vorne ausgerichtet. Dann bringe die linke Hand hier über die Hüfte, streck deinen rechten Arm mit der Einatmung nach oben, schieb dein Becken leicht nach vorne und mit der Ausatmung werde richtig schlank in deiner rechten Flanke, indem du die rechte Hand nach links bringst. Dreh deinen Oberkörper nach oben auf und mit der Ausatmung wechsle die Seiten. Ein, linker Arm geht hoch. Linker Arm wandert zu der rechten Seite. Das Becken bleibt gerade. Du schaust nach oben links. Und du kommst wieder zurück. Ein, rechter Arm hoch. Aus, neig dich nach links. Und komm zurück. In deinem eigenen Atemtempo weiter. Lass dir Zeit, wirklich in die Dehnung hineinzukommen. Denk wieder dran, dass die Spannung dich hier vor der Verletzung schützt. Ich hoffe, dass Andrea ein langes T-Shirt hat und nicht der untere Rücken nackt ist, damit hier auch nichts schief gehen kann. Weil nämlich, wenn wir hier schwitzen und das T-Shirt schiebt sich hoch und wir haben hier nackigen Rücken, dann gibt es die Gefahr, eventuell uns hier auch das
die Nerven, die empfindlichen Nerven, um das Schwitzen zu sammeln, dass wir hier Hexenschuss eventuell kriegen. Und das wollen wir nicht. Also nicht zu weit gehen, tief atmen, das Becken vorne lassen und das T-Shirt am besten in die Hose schieben, damit der Rücken schön zugedeckt ist. Noch zweimal zu jeder Seite. Merkst du, dass du jedes Mal etwas weiter kommst und merke, wie wunderbar das auf deine Flanken wirkt. Sehr schön. Es ist, als wenn wir aus dem Krieger diese Vorbeuge machen und dann den tänzenden Krieger. Es ist die ähnliche Dehnung. Flankendehnung. Weil so schön ist, dann noch einmal zu jeder Seite oder du machst eine Pause, wenn du merkst, dass das jetzt schon zu anstrengend ist. Wunderbar. Und dann wieder Becken vorschieben. Die Arme hängen lassen. Gut, in die Tischhaltung. Die Arme bitte nicht so überstrecken, sondern die Arme sind parallel zum Boden. Es ist jetzt schön, wenn du mich ansiehst, aber versuch deinen Blick in Richtung Boden zu halten, damit du den Nacken nicht zu sehr überstreckst. Und dann kommen wir in die gegrätschte Vorbeuge. Wenn die Hände nicht den Boden erreichen, dann nimm dir ruhig die Blöcke oder beug die Knie, sodass die Hand in den Flächen fest auf dem Boden und dann stützt dich nur mit der rechten Hand in der Mitte ab und öffne deinen linken Arm nach oben und mit der Ausatmung komm zur Mitte, beide Hände auf den Boden und lass den Kopf richtig schwer werden und dann wiederhol es. Einatmen, rechte Arm geht hoch. Und ausatmen. Rechte Arm zum Boden. Wir Kopf schwer werden lassen, wenn beide Hände auf dem Boden sind. Wiederhol das noch dreimal in deinem eigenen Atemtempo. Dreimal zu jeder Seite. Und vergesse nicht den Kopf wieder richtig schwer werden lassen. Dann die Halswirbelsäule durch die Schwere deines Kopfes richtig lang werden kann, damit hier Platz entsteht. Mehr Platz für deine Bandscheiben, mehr Platz für die Nerven, die aus der Wirbelsäule heraustreten. Und genieße die Drehung und gleichzeitig Vorbeuge. Wieder übertreib das nicht, sei nicht zu ehrgeizig, sondern tu dir nur Gutes. Es muss sich zwar intensiv, aber immer noch angenehm anfühlen, sodass du dabei noch lächeln kannst. Wenn du fertig bist, beide Hände auf den Boden, wieder Kopf aushängen, lass dir aber Zeit, es in deinem eigenen Atemrhythmus zu Ende zu bringen. Kannst du hier den Kopf sanft ausschütteln. Versuch die Füße noch etwas weiter auseinander zu bringen. Und dann häng dich nach unten aus, gerne auf den Unterarmen, wenn du so tief kommst, unterstützen. Oder einfach die gestreckten Arme hier. Aber Kopf, Nacken ganz locker. Und für die ganz flexibel unter uns, die können gerne auch die Stirn auf den Boden auflegen. Und schickt die Atemzüge tief in die Bauchdecke hinein. Mit der nächsten Einatmung
Mit dem Oberkörper wieder höher kommen, die Füße in kleinen Schritten wieder etwas mehr zueinander bringen. Wieder in die Tischhaltung kommen, die Arme zur Seite, Blick zum Boden. Oder die Hände über die Hüften bringen und aus der Kraft deine Beine nach oben. Bitte nach vorne schieben, den rechten Fuß nach rechts ausdrehen, der linke Fuß bleibt dort, wo er ist, oder du kannst den linken Fuß aus 45 Grad nach außen bringen und du beugst das rechte Knie, wir kommen in den Krieger 2, schieb das Becken vor, linke Hüfte, rechtes Knie. Und den Oberkörper nach vorne, komm in Krieger 1. Stell den Oberkörper ganz nach vorne und wieder wechsle in den Krieger 2. Du schaust über den mittleren Finger nach vorne. Krieger 1. Und Hüfte zur Seite. Krieger 2. Die linke Hüfte nach vorne, Krieger 1, Oberkörper nach vorne und Krieger 2. Noch einmal Krieger 1 und Krieger 2. Strecke das vordere Knie, wir kommen in Trikonasana. Zieh dich nach vorne, als würde dich jemand von vorne deinen rechten Arm zieht und dann lass die rechte Hand nach unten, linken Arm nach oben, Dreieckshaltung, schau, dass deine Hüfte gerade bleibt, zur Seite geöffnet, wenn du Probleme im Nacken hast, dann Blick lieber nach unten ausrichten und dann stehst deinen linken Arm zum rechten nach unten. Wenn du das nicht schaffst, das rechte Knie ganz durchzustrecken, kannst du es ruhig angebeugt halten. Und noch einmal nach unten. Und dann den linken Arm wieder nach oben. Noch ein letztes Mal. Und nach oben. Das vordere Knie beugen. Komm zurück in den Krieger 2. Senk die Arme auf, bring die Füße beide nach vorne. Und dann dreh den linken Fuß zur Seite. Und komm hier in den Krieger 1. Linke Arm nach vorne. Linkes Knie vorne angebeugt. Rechte Arm nach hinten. Blick über den vorderen mittleren Finger. Etwas tiefer, dass du die Kraft in deinen Beinen spürst. Und dann komm in Krieger 1. Zieh die rechte Hüfte nach vorne. Oberkörper nach vorne. Und mit der Ausatmung in Krieger 2. Krieger 1. Und Krieger 2. Blick nach vorne. Krieger 1. Und Krieger 2. Krieger 1. Und Krieger 2. Wenn du kannst, das vordere Knie durchstrecken. Zieh dich nach vorne. Gib dich nach unten, linke Hand auf dem linken Bein, das wo es natürlicherweise landet. Rechte Arm gestreckt in Richtung Decke. Die rechte Hüfte nach oben öffnen. Wenn du das nicht schaffst, dann auch gerne das vordere Knie anbeugen. Und schließ die rechte Hand zu der linken nach unten. Und mit der Einatmung öffnen. Schließen
Einatmen und öffnen. Schließen. Und öffnen. Das vordere Knie beugen. In den Krieger 2 kommen. Über den mittleren vorderen Finger nach vorne schauen. Und dann wie eine Windmühle in den nach unten schauenden Mund wechseln. Und dann bringe abwechselnd hier die Fersen zum Boden und drehe deinen Körper nach rechts und links. Schieb dein Gesäß weit nach oben. Die Ohren sind zwischen den Oberarmen. Du lässt auch den Kopf, Oberkörper abwechselnd nach rechts und links. Schick die Atemzüge tief in deinen Bauch hinein. Und dann bringst du langsam deine Knie zum Boden und kommst in die Kindeshaltung und nimmst dir hier dein Polster oder eingerollte Decke. So, legst die Polster, den Polster ungefähr in die Mitte deiner Oberschenkel. Und dann darfst du dich entspannen, den Kopf auf den Polster drauflegen. Und dann vertiefe deine Atemzüge. Lass die Atmung wieder ganz tief und ruhig werden. Und beobachte, wie deine besonders untere Wirbelsäule lang wird, wie sie immer mehr in Richtung Fersen absinkt. Schieb die Atemzüge wirklich ganz tief zu deinem Bauchdecke. Lass auch hier keine Gedanken von außen zu dir gelangen. Sei nur bei dir, bei deiner Atmung, bei deinen Körperempfindungen. Und spür, wie wunderbar es sich anfühlt, bei dir und im Hier und im Jetzt zu sein. Und dann richte dich wieder langsam auf. Wir werden jetzt noch ein bisschen unseren Brustkorb öffnen. Schau dir das mal an, was ich hier mache. Ich nehme die Rolle, lege sie vor mich auf die Matte. Die Knie ungefähr mattenweit auseinander. Und dann bringe ich hier die Ellbogen auf den Polster. Ihr könnt das alle gut sehen. Und dann lege ich den Kopf vor dem Polster auf den Boden und lege die verschlossenen Hände zwischen die Schulterblätter. Wenn ihr das nicht sehen könnt, sagt ihr ruhig Bescheid, dann kann ich meine Position verändern, aber ich hoffe, es ist gut zu sehen. Wenn du den Kopf nicht ganz auf den Boden bringen kannst, dann nimm dir einen Block oder Kissen und leg die Stirn. Aber so, wie dass der Kopf abgelegt ist, dass du hier keine Spannung im Nacken hast. Und dann versuch dich hier in dieser Position ganz zu entspannen, ganz loszulassen, um die
Dehnung in deinen Achseln, in dem Serranusmuskel hier, unter den Achseln und die Öffnung im Brustkorb zu genießen. Nächsten Einatmung. Komm wieder zurück nach oben. Und dann teste ich mit gestreckten Beinen nach vorne. Und dann zieh einen rechten Fuß zu der rechten Vorhälfte. Und dann nimm dir einen Block, klemm den gerne unter dein Gesäß und dann zieh auch die linke Ferse seitlich zum linken Gesäß, sodass du in diesen Heldensitz kommst. Ich habe nicht gedacht, dass das so nicht zu sehen wird. Ich zeige das nochmal von vorne. Also die Füße sind neben die Hüften, ihr könnt das hier sehen. Wir sitzen nicht so in dem Fersensitz, sondern in dem Heldensitz. Du kannst gerne die Knie noch etwas erweitern, weil die Dehnung nicht intensiv genug ist. Und manche brauchen vielleicht keinen Block, dann kannst du den Block auch wegnehmen und auf dem flachen Boden sitzen. Und das sollte auch wie. Ich merke, dass meine Yoga-Pause auch etwas länger ist, dass ich nicht so gut gedehnt bin wie sonst. Also nehme ich lieber einen Block, sodass die Dehnung nicht schmerzhaft ist, sondern intensiv und angenehm. Und dann nimmt ihr gerne jetzt den Gurt. Manche von euch werden keinen Gurt brauchen. Und du den so vierteln. Und dann nimm den geviertelten Gurt in die rechte Hand. Und dann lege von oben die rechte Hand zwischen die Schulterblätter. Und dann greife mit der linken Hand von unten nach dem Gurt. Versuch den so kurz wie möglich zu machen. Ihr bleibt hier bitte in dem Heldensitz sitzen. Ich zeige das einmal von hinten, damit ihr das auch von hinten seht. Und manche, die vielleicht kein Gurt brauchen, die können auch die Hände so greifen. Aber nur, wenn das nicht wehtut, wieder keinen falschen Ehrgeiz. Und dann schiebt das Becken vor, um aus dem Hohlkreuz rauszugehen. Meistens, wenn wir hier unseren Brustkorb öffnen, dann gehen wir zwangsläufig hier ins Hohlkreuz. Und das wollen wir nicht. Wir wollen zwar Brustkorb offen halten, aber das Becken hier nach vorne schieben. Und dann der Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule leichtes Doppelkinn. Und schau, dass der rechte Ellbogen nach oben schaut und der linke nach unten. Ganz gerne auch mit dem Kopf etwas so gegen den rechten Oberarm drücken. So, geht es wieder zurück. Wenn ihr merkt, dass es nicht mehr angenehm ist, dann kannst du jetzt die Dehnung auch wieder lösen. Und dann leg die Hände auf die Oberschenkel, atme tief ein, lass die Wirbelsäule nach oben wachsen und mit der Ausatmung lasse bewusst die Spannung in den Schultern los. Und mit der nächsten Einatmung schieb den Block beiseite, streck die Beine wieder nach vorne aus. Und gerne kannst du hier Oberschenkel ein bisschen ausklopfen, falls die sich ein bisschen pelzig anfühlen.
Und dann stellst du deinen rechten Fuß auf, bringst den auf die linke Seite, neben deinen Knien. Und wenn du möchtest, dann kannst du jetzt auch deine linke Ferse zur rechten Vorhälfte bringen. Viele von euch werden es nicht schaffen. Wenn du merkst, dass sich dein Becken verschiebt, dann entweder den Block nehmen und nochmal etwas höher sitzen. Und wenn auch hier dein Becken nicht gerade sein kann, dann einfach wieder das linke Bein unten ausstrecken und nur den rechten Fuß auf der linken Seite lassen. Das reicht auch schon zu die Dehnung. Also wähle bitte deine Position. Diese Position heißt Schnürsenkel, Shoelaces in Yoga. Oder wenn du eben das linke Bein aufstreckst, dann ist es nur hart. Shoelaces ist auch gut. Hauptsächlich das Becken ist gerade. Dann schnapp dir den Gurt, nimm den wieder geviertelt in die linke Hand. Und führ dann die linke Hand mit dem Gurt von oben zwischen die Schulterblätter, Kopf gerade in Verlängerung der Wirbelsäule. Und dann greife mit der rechten Hand von unten nach dem Gurt. Und genieß hier die Dehnung in deinen Armen, die Öffnung in deinem Brustkorb. Atme tief. Und versuche alles loszulassen. Du möchtest noch zwei tiefe Atemzüge hier bleiben. Kopf aufrichten. Linke Ellbogen nach oben, rechte nach unten. Und langsam wieder die Arme loslassen. Die Beine strecken, auslockern. Den linken Fuß aufstellen und auf die rechte Seite bringen. Das Bein heranziehen, Rücken ist gerade. Ich zeige das nochmal vielleicht von der Seite. Also nicht, dass ihr hier so krumm seid, das bringt nichts. Wirklich, der Rücken ist gerade, Brustkorb geöffnet, Schultern nach unten. Und du kommst wieder auf, wenn du möchtest, mit der rechten Ferse zur linken Vorhälfte. Und das probieren, ob das auch der Block sich besser anfühlt. Ich kann das gar nicht machen. Ich habe irgendwie hier überdenkt in den letzten Präsenzstunden, weil wir das immer wieder gemacht haben. Ich strecke das untere Bein wieder aus. Und richte den Rücken auf. Den Kopf auf. Schulter nach unten, keine Spannung, versuche wirklich in einer entspannten Haltung hier zu bleiben. Noch zwei Atemzüge hier verbleiben. Wieder beide Beine oder ein Bein strecken, je nachdem, wo du in der Dehnung warst. Und dann von dem Block runterkommen. Und dann leg dir hier einen Block auf deine Matte. Bring den Langpolster so auf die Matte wie ich und setz dich mit dem Becken drauf, dass du hier am Anfang des Kissens sitzt und roll dich nach hinten, dass das obere Ende des Kissens unter deinen Schulterblättern landet. Wenn du Probleme im unteren Rücken hast, sind die Füße mattenweit auseinander, die Knie in der Mitte zusammenkommen lassen für mehr Dehnung, die Beine gerne aufstrecken.
Bitte achtet wirklich drauf, ich hoffe, ihr seht das. Es geht hier um die Öffnung des Brustkorbs, dass die Schultern nach unten sinken. Das ist einfach eine Gegenbewegung zu dem machen, was wir den ganzen Tag ausführen, nach vorne gebeugt. Sie die verkürzten Muskeln hier etwas länger bekommen. Es muss sich angenehm anfühlen und für manche, die sehr gedehnt sind, die können auch den Block weglegen und den Kopf auf den Boden ablegen, sodass die Dehnung noch etwas intensiver wird. Und dann entspann dich hier und lass die Atmung für dich in völliger Entspannung arbeiten. Die Dehnung passiert, indem du entspannt bist und einfach die Atmung in ganz natürlichem Atemrhythmus hier fließen lässt. Genieß das bewusst, wie hier wieder Länge entsteht. Wenn wir sitzen, auf der Wäsche arbeiten, in der Küche, im Garten arbeiten, müssen immer nach vorne gebaut. Brustmuskeln werden hier kurz, die schräge Bauchmuskulatur, die lange Bauchmuskulatur. Dann haben wir Probleme mit dem Nacken, mit den Schultern, weil wir rund sind und der Nacken viel zu viel arbeiten muss. Also es ist wunderbar am Abend oder nach der Arbeit, wenn du kommst, dich über deinen Polster oder über den ganz großen runden Ball legen, wenn du das Rad machst. Das kann die Petra aus der Montagsabendgruppe dieses Rad wunderbar machen, auch ohne Ball. Wenn du über den großen Ball dich nach hinten lehnst, mit den Füßen und mit den Händen, den Boden berührst. Das kann man aber auch als Rad ohne Ball machen. Muss aber gut geübt sein und auch gut in der Stunde vorbereitet sein. Und je öfter du dir diese Übung gönnst, desto besser wird deine Aufrichtung sein, weil wir sind alle viel zu viel nach vorne gebeugt. Viel zu viele runde Schultern und dann steht ein Ungleichgewicht zwischen den Muskeln. Und es ist wunderbar, dass du hier gar nichts tun musst und trotzdem ganz viel Positives im Körper passiert. Schließ die Augen. Noch ein paar Augenblicke in völliger Ruhe. Du merkst, dass das zu intensiv wird, weil du ja wirklich verkürzt bist vorne. Stell die Füße wieder auf. Atme einmal tief ein. Und tief aus. Roll dich zur Seite. In die Fetushaltung, so wie du im Babybein im Bauch gelegen bist. Roll die Rolle beiseite. Und dann nimm dir ein Kissen oder einen Block, unterleg deinen Kopf, sodass die Wirbelsäule, die Halswirbelsäule nicht zum Boden abknickt. Und bleib hier noch ein paar Atemzüge auf der Seite ruhen. Vielleicht meldet sich jetzt auch dein Darm, weil er so wunderbar gedehnt worden ist. Weil du auch in den Parasympathikus, in den Ruhemodus gekommen bist. Im Parasympathikus wird immer unser Darm aktiv, aber dafür die Herzschläge und der Blutdruck. Der Blutdruck weniger, also
unten und die Herzschläge, die Atemzüge verlangsamen sich. Dafür wird die Verdauung aktiv. Der Pankreas bildet verstärkt die Enzyme, die Verdauungssäfte. Dann komme langsam in die Endentspannungshaltung. Nimm dir wieder deine Socken, deine Jacke, dein Kissen, deine Decke und mach ruhig bei dir das Licht jetzt aus. Lass nur eine Kerze brennen oder mach ganz dunkel oder nur eine kleine Lampe an. Leg dich zu. Streck dich auf den Boden aus oder wenn du Schnupfen vielleicht hast, dann bleib lieber sitzen, gerne auf einem Stuhl. Streck dich auf den Boden aus, wenn dir das lieber ist, und leg dich auf die Seite. Mach es dir einfach so bequem wie möglich. Gebe dein jegliches Körpergewicht an den Boden ab. Schenk dir ein Lächeln, damit wieder deine Gesichtszüge ganz weich werden. Lass die Zunge vom Gaumen. Und lass die Atemzüge ganz natürlich fließen. Kommen und gehen. Einfach geschehen lassen. Mich für heute die Rede von Charlie Chaplin zu seinem 70. Geburtstag für euch vorbereitet. Diese Rede hat er am 16.04.1959 gehalten. Viele von euch kennen das, aber es ist immer wieder lesenswert. Gib dich der Entspannung hin und hör dir die Rede von Charlie Chaplin an. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und dass alles, was geschieht, richtig ist. Von da an konnte ich ruhig sein. Heute weiß ich, das nennt man Vertrauen. Als ich mich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid nur Warnungen für mich sind, gegen meine eigene Wahrheit zu leben. Heute weiß ich, das nennt man authentisch sein. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Leben zu sehnen und konnte sehen, dass alles um mich herum eine Aufforderung zum Wachsen war. Heute weiß ich, das nennt man Reife. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich meiner freien Zeit zu berauben und ich habe aufgehört, weiter grandiose Projekte für die Zukunft zu entwerfen. Heute mache ich nur das, was mir Spaß und Freude macht, was ich liebe und was mein Herz zum Lachen bringt. Auf meine eigene Art und Weise und in meinem Tempo. Heute weiß ich, das nennt man Ehrlichkeit. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war, von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von allem, was mich immer wieder hinunterzog, weg von mir selbst. Anfangs nannte ich das gesunden Egoismus, aber heute weiß ich, das ist Selbstliebe.
Als ich mich zu lieben begann, habe ich aufgehört, immer Recht haben zu wollen, so habe ich mich weniger geehrt. Heute habe ich erkannt, das nennt man Demut. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich geweigert, weiter in der Vergangenheit zu leben und mich um meine Zukunft zu sorgen. Jetzt lebe ich nur noch in diesem Augenblick, wo alles stattfindet. So lebe ich heute jeden Tag und nenne es Bewusstheit. Als ich mich zu lieben begann, da erkannte ich, dass mich mein Denken armselig und krank machen kann. Als ich jedoch meine Herzenskräfte anforderte, bekam der Verstand einen wichtigen Partner. Diese Verbindung nenne ich heute Herzensweisheit. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen von Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen zu fürchten. Denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten. Heute weiß ich, das ist das Leben. Dann beginne wieder langsam mit deiner Aufmerksamkeit nach außen zu kehren, in den Raum um dich herum wahr.
Nimm deinen Körper wieder wahr und beginn dich langsam zu bewegen. Deine Atemzüge wieder zu vertiefen. Beweg dich immer mehr und mehr. Streck dich und reck dich. Oder schüttle dich aus, wenn dir danach ist. Und dann stell deine Füße auf, lass sie zu deiner Lieblingsseite fallen. Und komm unbedingt über deine Seite, Rücken schonend, hoch zum Sitzen. Wenn dir das angenehmer ist, lass dein Licht ruhig aus. Setz dich auf ein Kissen oder Stuhl, damit du hier bequem wieder sitzen kannst. Und dann lass nochmal deinen Kopf zwischen deinen Schultern über vorne rollen, sodass auch dein Nacken wieder lebendig wird. Bitte mach das sanft, behutsam und langsam. Und dann richte den Kopf wieder in der Mitte langsam auf. Mit der nächsten Einatmung bring deine Arme hoch. Bring deine Handinnenflächen aneinander. Und mit der Ausatmung bring die Hände zu deinem Herzen. Schenk dir ein Lächeln. Mal tief ein, richte die Wirbelsäule auf. Mit der Ausatmung lass die Schultern nach unten sinken, lockere die Bauchdecke. Und dann öffne deine Augen, komm hier vollständig wieder an. Namaste. So, ich danke euch, meine Lieben. Vielen Dank für die wunderbare Stunde. Ich habe es sehr vermisst und ich freue mich, wenn wir nächste Woche wieder ganz normal zu unserer regulären Zeit zusammen üben. Ja, ich wünsche euch, dass ihr den Abend jetzt in Ruhe noch genießt. Nichts Großartiges mehr, nichts Anstrengendes machen muss, nichts Aufregendes. Dass ihr das Gefühl der Ruhe, des Friedens in euch behält. Und ich wünsche euch vor allem, dass ihr euch nicht verrückt machen lasst durch die ganzen Schrecknachrichten. Bleibt bei euch. Tut euch einfach Gutes. Schaut auf euch. Bringt euch so oft in Ruhe, wie ihr das könnt. Esst gesunde Sachen. Schläft genug. Geht genug auf die frische Luft. Und dann schaut ihr einfach, dass euer Immunsystem stark bleibt. Das ist einfach der beste Schutz, den wir uns zurzeit selber bieten können. Und dann können uns auch die Dinge, die von außen kommen, nicht so viel anhaben. Hallo Jana. Hallihallo meine Lieben. Ihr könnt Gute euch Nacht. Einschalten oder gerne auf die Leertaste gehen, wenn ihr noch was zum Sagen habt. Es war eine sehr Gute angenehme, Nacht. Schöne Stunde. Dankeschön, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Jana, danke und schönen Abend. War super heute. Danke. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Ja, auf das danke. Danke, liebe Jana. Jana. Super war es. Dankeschön. Oh, vielen Dank, Jana. Ciao. Ja, dankeschön. Gute Nacht. Ciao. Gute Nacht. Gute Nacht, Jana. Gute Nacht. Und ciao. 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 So. So, Peter. Ja, jetzt hörst du mich wieder. Also war super. Dankeschön. Freut mich sehr. Und fit bleiben und gesund. Bis zum nächsten Mal, ja?
Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Sag Brigitte schön Gruß. Ja, mach ich. Vielen Dank, liebe Jana. Sehr gerne, liebe Gerlinde. War wunderschön. Vielen, vielen Dank. Danke sehr. Freut mich. Dann bis bald. Gute Nacht.